Die Kirche muss sich in diesen Tagen viel Kritik gefallen lassen. 2060 könnte sie nur noch halb so viele Mitglieder haben wie bisher. Das bescheinigt eine Studie der Kirche in diesen Tagen. Das würde bedeuten, dass die Kirche möglicherweise ihren Anspruch als Volkskirche verliert. Das kann den Menschen hier auf der Synode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau nicht recht sein. Auch nicht dem Kirchenpräsidenten Volker Jung, den wir jetzt bei uns haben, ist für viele junge Menschen die Kirche nicht heute schon bedeutungslos. Wenn wir auf 2060 schauen, das sind jetzt Prognosen, von denen man immer sagen muss, mit allen Eventualitäten, bedeutet das, sich die Zahl der Kirchenmitglieder um die Hälfte reduziert. Damit sind wir, davon bin ich überzeugt, immer noch eine gute und ausstrahlungsstarke Gemeinschaft. Das würde ja für Hessen-Nassau bedeuten, statt 1,5 Millionen etwa 750.000 Mitglieder. Auch das ist nicht wenig. Und von daher würde ich von dem Anspruch, Kirche für alle Menschen zu sein, nicht abrücken. Und auch eine kleinere Kirche kann Ausstrahlungskraft entfalten, auch in der Gesellschaft. Das ist das, woran ich grundlegend erstmal festhalten möchte. Und ich glaube, dass wir uns nicht nur an den Zahlen orientieren dürfen. Das ist zwar für uns wichtig, aber mein großer Wunsch ist, dass wir am Kern unserer Botschaft bleiben. Ich hake noch mal ein, das Stichwort Bedeutung hatte ich gesagt. Erlangt ja Kirche nur dann, wenn sie im Leben der Menschen eine Rolle spielt. Und wenn ich jetzt beispielsweise an die Zielgruppe junger Erwachsener denke, die vielleicht, wenn sie konfirmiert worden sind, 10 bis 15 Jahre kein Angebot der Kirche mehr wahrgenommen haben, das scheint ja das Problem zu sein. Die konkrete Frage, welche Angebote kann Kirche denn für diese Menschen in diesem Alter tun, damit sie dabei bleiben? Gerade für die Altersgruppe 20 bis 35, über die reden wir, da ist ja die Austrittswahrscheinlichkeit auch am höchsten. Das ist natürlich eine Altersgruppe, in der im Leben viel passiert. In der Regel ist da eine Familiengründungsphase und auch die Überlegung, wo man wohnen wird. Das alles sind Abwägungsfragen und das steht auch im Hintergrund, zu überlegen, was bringt mir die Kirchenmitgliedschaft, was bedeutet sie mir, bin ich auch das finanziell bereit, dafür aufzuwenden, was mit der Kirchensteuer von mir verlangt wird. Das muss man, glaube ich, erstmal ganz realistisch sehen, dass solche Abwägungsprozesse stattfinden. Und da müssen wir ansetzen und deutlich machen, was wir zu bieten haben als Kirche. Und ich glaube, das ist einiges. Unsere Grundbotschaft ist ja, wir sind eine Gemeinschaft, auf die du dich auch verlassen kannst, die du beanspruchen kannst, wenn du das möchtest. Wir sind zugleich eine Gemeinschaft, die versucht, in die Gesellschaft hineinzuwirken, über die Arbeit in unseren Kirchengemeinden, in der Diakonie, in den Kindertagesstätten und. Da lässt sich eine ganze Menge beschreiben und deutlich zu machen, wenn du Mitglied bei uns bist, unterstützt du auch diese Arbeit. Das ist, glaube ich, etwas, was wir viel deutlicher ins Gespräch bringen müssen. Deswegen wäre für mich die Kontaktpflege das Entscheidende. Das Thema Taufe spielt eine große Rolle. Es werden zu wenige Kinder getauft und oft sind das ja die, naja, sagen wir mal 30, 35-Jährigen, die vor der Frage stehen, sollen wir unser Kind taufen lassen? Wie könnte man diesen jetzt erklären, dass das sinnvoll ist, diesen Schritt zu gehen, auch wenn sie vielleicht keine Berührung mehr mit der Kirche hatten? Auch da erstmal eine kleine Korrektur. Es sind nicht wenige, die getauft werden. Wir liegen immer noch über 80% eines Jahrganges, von denen die Eltern evangelisch sind. Also erstmal die Voraussetzung, dass die Eltern auch selbst Mitglied der Kirche sind, ist ganz wichtig, auch oft für die Frage, sollen wir unser Kind taufen lassen? Diesen Zusammenhang darf man nicht verkennen. Und meines Erachtens ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben und dann auch darüber zu reden, was Taufe bedeuten kann. Taufe ist etwas, was Menschen einen großen spirituellen Halt geben kann, eine Kraft im Leben, sagt diese Zusage für ein Kind oder auch für Jugendliche, das spielt ja auch eine Rolle. Du hast Gott an deiner Seite. Gott, darauf kannst du dich verlassen und das wird in einer Gemeinschaft gelebt. Das alles schwingt bei Taufe mit und das muss man natürlich
kommunizieren. Das kann man nicht einfach als Plakatbotschaften an die Wand hängen, sondern da muss man im Kontakt miteinander sein. Ja. Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen den Schwerpunkt oder das Augenmerk auf die Botschaft der Kirche legen. Das war ja auch die Antwort ganz am Anfang. Aber wenn ich an junge Eltern denke, die den Kontakt zur Kirche verloren haben oder auch Eltern, die vielleicht ihren Kindern gar nicht mehr erklären können, aus welchen Gründen es welche Feiertage zum Beispiel, welche christliche Feiertage es gibt, braucht es nicht viel niedrigschwelligere Angebote, überhaupt erstmal mit den Menschen ins Gespräch zu kommen? Denn die Kommunikation stellen Sie ja auch nach vorne. Was könnte man da tun? Auch da gibt es ja schon einiges. Also gerade für Taufe zum Beispiel, als niedrigschwelliges Angebot, haben sich in den letzten Jahren außerordentlich das Angebot von Tauffesten bewährt, wo Menschen auch hingehen, die sagen, für mich ist die Schwelle in die Kirche zu hoch. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Auch bis dahin, dass Menschen sagen, ich kann mir gar keine große Tauffeier leisten, aber in einer solchen Gemeinschaft ist es möglich. Mir geht es nochmal darum, wie können wir kontinuierlich zu denen den Kontakt halten, die in der Kirche sind. Ich will noch ein Stichwort rausgreifen, was auch Thema war im Visitationsbericht der verschiedenen Kirchengemeinden. Nur ganz wenige evangelische Christen besuchen überhaupt noch einen Gottesdienst. Und es gibt die Frage, die ja immer wieder aufgeworfen wird, gibt es vielleicht zu viele Gottesdienste in der Kirche? Müssten es nicht vielleicht weniger sein und dafür qualitativ stärkere? Kann man die Ressourcen, die da frei werden, nicht für andere Angebote einsetzen, um dann junge Erwachsene zu erreichen? Wie sehen Sie die Rolle des Gottesdienstes in der Zukunft da? Also ich glaube, es ist wichtig, dass eine Gemeinde regelmäßig Gottesdienst feiert, schlicht und ergreifend. Und mit wie vielen? Also es ist natürlich immer schöner, wenn es viele sind. Es hat sich da aber auch schon eine ganze Menge getan. Natürlich ist der normale Sonntagsgottesdienst, an dem auch gezählt wird, der Gottesdienst, der weniger besucht wird. Was sich aber zeigt, ist, dass dort, wo Gottesdienste etwa in einem Dorf, in einem Stadtteil gefeiert werden mit der Gemeinschaft, die auch über die Kirche hinausgeht, da können sie sehr wohl attraktive und gute Gottesdienste feiern, die auch von denen besucht werden, die gar nicht zur Kirchengemeinde gehören. Da ist für mich das Entscheidende, mit anderen zusammen etwas zu veranstalten. Deswegen habe ich auch jetzt in meinem Bericht vor der Synode die Außenorientierung von Gemeinden so stark gemacht. Ich glaube, dass da eine große Chance drin liegt. Es gab ja auch einige Gemeinden oder es gibt ja auch einige Kirchengemeinden, die regelmäßig zu einem sogenannten Public Viewing einladen und den Fußball sozusagen zum Aufhänger nehmen. Heute spielt die Eintracht, deswegen will ich Sie einfach mal fragen, ganz am Ende, Ihr Tipp für heute Abend? Ich hoffe auf einen knappen Eintracht-Sieg, also sagen wir mal 2-1. Vielen Dank.